Hallo, Paraguay Live. Ich bin der Pit und wie immer herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay. Danke wiederum an eure Fragen. Viele von euch haben es einfach gefragt. Pit, erzähle doch mal ein bisschen über Paraguay und grundsätzlich gibt uns bitte einige kompakte Informationen. Klar. Man hat es ja Google und man kann es googeln, man kann auf YouTube sich ja gewisse Videos hier anschauen. Aber im Prinzip so ein kurzes Video wäre top mit Basisinformationen über Paraguay. Ja, also Aufenthaltsgenehmigung, Staatsangehörigkeit, Arbeitsmarkt und so weiter. Okay, also falls ihr Interesse habt, bleibt einfach dran. Okay, danke. Also Paraguay liegt im Herzen Südamerikas, umgeben von Brasilien, Bolivien und Argentinien. Auf rund 407.000 Quadratkilometer, eine Landesfläche etwas größer als Deutschland und die Schweiz zusammen, leben gerade einmal ca. 7 Millionen Menschen und davon fast 3 Millionen im Großraum Asunción. Es gibt auch zwei offizielle Landessprachen, und zwar Spanisch und Guarani. Auch die Landeswährung heißt Guarani. Der Wechselkurs von Euro zu Guarani liegt ungefähr 1 zu 7.000. Das Klima ist subtropisch, weshalb auch Paraguay die grüne Lunge Südamerikas genannt wird. Ich kann direkt ein paar Fragen auch beantworten. Ihr hört wahrscheinlich auch die Hühner und die Vögel um mich herum. Also Paraguay Live. Gut, jetzt nochmal zum Fragen. Also, viele fragen auch Visum für Paraguay, ja oder nein? Klar, nein. Das heißt also, jeder von euch, der also über gültigen Pass verfügt, kann für jeweils 3 Monate nach Paraguay einreisen und es gibt auch die Möglichkeit, den Aufenthalt bis zu 6 Monate nochmal verlängern lassen. Also gar kein Problem. Ich sehe gerade nochmal andere Frage. Es geht um die Dauerhalts- oder Daueraufenthaltsgenehmigung. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal ist die Daueraufenthaltsgenehmigung, so schweres Wort, sorry. Das nennt sich Radikation Permanente und das ist im Prinzip nichts anderes als die Genehmigung, um sich hier in Paraguay ständig aufzuhalten. Die zweite Sache ist natürlich Cédula, die man auch beantragen sollte. Ja, das heißt also, das ist im Prinzip der Personalausweis in Paraguay. So, ich sehe hier noch weitere Fragen über Arbeitserlaubnis. Ja gut, also wiederum gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste, falls ihr kurzfristig nach Paraguay kommen wollt, ich sage mal 1, 2 Jahre nur arbeiten, braucht ihr natürlich einen Nachweis von euren Arbeitgeber. Ja, und die zweite Sache ist natürlich, die Cédula zu beantragen, also den Personalausweis. Und da gibt es natürlich auch kein Problem mit der Arbeitsgenehmigung bzw. mit der Aufnahme von Arbeit. Sehe ich nochmal die Frage nach dem Solvenznachweis, also sage ich mal diese 5.000 Dollar, die man einzahlen sollte. Also ja, das funktioniert. Immer noch, also sind weiterhin 5.000 Dollar notwendig. Das heißt, die zahlt man auf eine Stadtbank und die ganzen Dokumente für den Personalausweis, entweder kann man über Einwanderungshilfe erledigen lassen oder halt direkt zu Direction General de Migraciones, so nennt sich das, also Generaldirektion für Migration. Da erledigt man nämlich in Asunción die kompletten Einwanderungsangelegenheiten.
Fragen auch, welche Dokumente braucht man für die Daueraufenthaltsgenehmigung? Ich habe da schon ein Video oder mehrere Videos drüber gemacht und diese Sachen ändern sich ja ständig. Deshalb wollte ich habe mir ein paar Punkte hier aufgeschrieben, was auf jeden Fall notwendig ist. Da sind nämlich natürlich gültiger Pass, dann Geburtsurkunde, dann Heiratsurkunde, dein Scheidungsurteil, falls geschieden, Sterbeurkunde, falls natürlich verwitwet seid, und natürlich der Beweis für die Solvenz, das heißt also, man muss die $5.000 auf eine Staatsbank einzahlen. Und sonst braucht man auch hier Gesundheitszertifikate und auch eine notarielle eidesstattliche Erklärung, dass man natürlich die Gesetze, das ist ja auch wichtig. Also die paraguayischen Gesetze sollte man einfach durch eine eidesstattliche Erklärung anerkennen. Und das ist natürlich wichtig, was leider Gottes auch viele Ausländer nicht tun in der Realität. So, weitere Fragen, da sehe ich gerade paraguayische Staatsbürgerschaft. Tja, klar, kann man diese auch nach 3 Jahren beantragen, also einfach problemlos beantragen. Damit ist die Frage, denke ich mir, beantwortet. So, weiter sehe ich nochmal Fragen nach dem Umzug. Tja, wir sind natürlich schon 17 Jahre vergangen, als wir umgezogen sind. Aber wir haben auf jeden Fall eine Spedition beauftragt, die nennt sich Neukirch, ja, aus Bremen. Also von daher, diese existiert auf jeden Fall, die können wir bis heute auf jeden Fall empfehlen. Also damals vor 17 Jahren ist alles komplett top, super abgelaufen. Aber es gibt sicherlich natürlich auch andere Speditionen, die genauso gut arbeiten. Weitere Fragen nach Haushaltsgüter bzw. dem persönlichen Eigentum. Das ist auch wichtig. Also wir haben zum Beispiel einen Container, 20-Fuß-Container mitgenommen oder mitbringen lassen aus Deutschland. Da stellt sich natürlich die Frage. Man sollte vor allem die hohe Feuchtigkeit hier in Paraguay auch berücksichtigen. Also irgendwie Spannplatten, Sachen, Möbel und sowas würde ich auf keinen Fall mitnehmen, weil die einfach nicht lange halten. Also das bringt ja nichts. Sonst, wenn es um Maschinen geht zum Beispiel, ja, also besonders für Handwerker, Werkzeuge, also qualitativ gute Sachen, sollte man schon mitnehmen. Auch die Möbel, also ja, Möbel zum Beispiel aus Echtholz mitgenommen und die funktionieren bis heute. Also das auf jeden Fall, aber hochwertige Sachen lohnt sich auf jeden Fall und qualitativ gute Sachen vor allem, die natürlich in Paraguay also grundsätzlich Mangelware sind. Hier nochmal Fragen über Kraftfahrzeuge bzw. Autos oder Motorräder. Also ich denke, früher vielleicht, ja, hätte sich gelohnt. Aber heutzutage bin ich der Meinung, dass es, ich glaube, 25 oder sogar 30% Steuer zu zahlen sind. Und zwar vor dem Wert des, beziehungsweise der Kaufpreis, aber von den Beamten in Paraguay. Nicht das, was ihr tatsächlich in Deutschland bezahlt habt. Ja, also das denke ich mir lohnt sich auf keinen Fall. Aber bitte in den Kommentaren, vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht. Okay. So, dann Fragen über Haustiere. Ja, wir haben auch unsere Diana damals, so ein belgischer Schäferhund, von Deutschland aus mitgebracht nach Paraguay. Und da braucht man ein Impfpass und eine tierärztliche Gesundheitsbescheinigung. Das geht auf jeden Fall, man muss da nur darauf achten und sich auf jeden Fall nochmal bei der deutschen bzw. bei der paraguayischen Botschaft in Berlin nochmal erkundigen, weil da ändern sich auch ständig die Fristen, die man auf jeden Fall einhalten sollte. So, die nächste Frage sehe ich hier über Mieten bzw. wo man wohnen sollte bzw. auch über die
Immobilien. Gut, also meiner Ansicht nach in Paraguay gibt es eigentlich mehr Eigentum als Mieter. Deshalb ist es auch nicht so ganz einfach, also relevante Mietobjekte zu finden. Und wenn, da sind die auch relativ teuer. Also auf jeden Fall, man kann es auch in Großraum Asunción. Es gibt also einen Anzeigemarkt, nennt sich Classipa. Da gebe ich auch unten euch die Adresse, also den Link dazu. Da könnt ihr gerne suchen, sowohl nach Immobilien als auch nach Mietobjekten. Da auch inserieren sehr viele Paraguayer, auch Ausländer bei Immobilien. Immer darauf achten natürlich, Grundbuch, also den Eigentumsnachweis. Aber da habe ich schon mal 100 Mal drüber gesprochen. Okay, aber bitte darauf achten. So, dann was hat man sonst noch? Ach so, noch mal zu den Immobilien sehe ich ja gerade. Da waren auch noch mal einige Fragen. Wer darf im Prinzip die Immobilien kaufen in Paraguay? Also viele sagen, nein, du brauchst einen Personalausweis. Quatsch. Also man braucht wirklich nur einen gültigen Reisepass. Ja, also mit dem gültigen Reisepass könnt ihr auf jeden Fall sämtliche Immobilien in Paraguay erwerben. Also nur der aktuelle Pass. Das ist schon mal wichtig. So, Wohnungssuche nochmal sehe ich hier. Okay, klar. Auf jeden Fall über Classipa, würde ich sagen. Oder halt eben bei uns. Es gibt auch andere Deutsche oder Ausländer oder auch Paraguayer, die private Unterkünfte anbieten. Gut, da steht noch über Gehalt, Arbeit. Ja. Also das Minimum, also was Gehalt angeht, also sage ich mal, die Arbeit angeht, es ist jetzt über 2 Millionen, das sind ungefähr, glaube ich, 350 Euro um den Dreh rum, wenn ich mich nicht irre. Also das Minimumgehalt, was aber auch nicht immer bezahlt wird. Dann steht hier auch Lebenshaltungskosten. Haha, na gut, das ist natürlich eine gute Frage. Man kann natürlich auch schon direkt bei den Seiten mal nachgucken, sei es Shopping del Sol oder andere Supermärkte, Super Sales zum Beispiel. Also ich bin der Meinung, bitte könnt ihr mich korrigieren, also diejenigen, die in Paraguay schon länger sind wie wir, schon 17 Jahre. Also die Preise sind auf jeden Fall gestiegen. Und teilweise sind die Preise also auf jeden Fall höher als in Deutschland. Was man hier für Vorteile hat, also man kann hier kaum Steuer zahlen oder man zahlt einfach kaum Steuer. Also wir zahlen, glaube ich, für unser ganzes Areal ungefähr 30 Euro im Jahr. Früher waren es, glaube ich, nur 3 Euro. Also ist auch ein Riesenunterschied, aber trotzdem kann man den natürlich im Jahr bezahlen. So, dann nochmal sehe ich hier die Frage nochmal über medizinische Versorgung. Okay, medizinische Versorgung, also es gibt staatliche Krankenhäuser, auch hier in Piribebuy. Die sind natürlich auch grundsätzlich, die staatliche Notversorgung steht nicht auf dem hohen Niveau. Aber auf jeden Fall ist es kostenlos und das ist auch wichtig und kostenlos nicht nur für Paraguayer, aber auch natürlich für Ausländer. Sonst gibt es natürlich auch private Krankenhäuser, also das ist überhaupt kein Problem. Also auch in Paraguay und natürlich in Piribebuy gibt es ein staatliches Krankenhaus und ein privates Krankenhaus bzw. Krankenstation, kann man besser so sagen. So, dann fragt mich nochmal, oder fragen mich viele, ja, was spricht eigentlich für das Auswandern nach Paraguay? Tja, gute Frage. Also für uns, da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, werde ich sicherlich da oder hier links oben verlinken über 5 Gründe, um nach Paraguay auszuwandern. Also ich möchte mich ungern nochmal wiederholen, aber ganz kurz, vor allem Klima, die netten Menschen und im Prinzip 3 Kilo, also das Leben, was man weder in Deutschland noch in Polen noch sonst woanders
erleben kann. Also die Europäische Union für mich, Entschuldigung, ist keine Alternative. Ja, also wir sind schon einmal ausgewandert, wir kommen aus Polen, waren über 20 Jahre in Deutschland und jetzt schon über 17 Jahre in Paraguay und da sind wir also mehr als zufrieden. Damals waren wir auch in Deutschland zufrieden, aber haben wir gemerkt, dass es nichts mehr für uns ist. Man arbeitet wie ein Esel, man verdient viel weniger, man wird nicht beachtet. Also einfach, man sollte die Entscheidungen meiner Ansicht nach treffen, früher und nicht zu spät. Ja, und nicht vom Plan B sprechen, sondern eigentlich sage ich schon mal von Plan A. Ich schaue noch mal über andere Fragen. Ich denke, das war's jetzt. Ja, medizinische Versorgung habe ich schon gesagt. Also ich denke, so fürs Erste sollte es gewesen sein. Solltet ihr noch mal Fragen haben, natürlich wie immer bitte unter in den Kommentaren am besten Fragen, weil wie gesagt, ich bekomme wirklich Hunderte von E-Mails und sorry an einige Menschen, ich kann es wirklich beim besten Willen natürlich nicht alle persönlich beantworten. Deshalb, wie gesagt, nutzen wir diesen Kanal auch, um alle oder fast alle Fragen zu beantworten und zwar in korrekter Weise. Deshalb ist es auch wichtig, nicht nur per E-Mail mich anzuschreiben. Klar, viele von euch natürlich wollen nicht direkt ja, Name, Vorname und so weiter. Aber wir sind weder Finanzbehörde noch irgendwelche andere Behörden. Also wir sind private Menschen, von daher gibt es keine Probleme. Und ihr könnt gerne unten in den Kommentaren natürlich inoffiziell oder unoffiziell einfach die Fragen stellen. Und sicherlich auch andere, die schon länger in Paraguay sind, werden euch die Fragen gerne beantworten. Ich persönlich auch mit meiner Frau, weil wie gesagt, die Erfahrung, 17 Jahre in Paraguay, die kann man sich einfach nicht kaufen. So sehe ich das. Wir haben auch unser Lehrgeld bezahlt, aber sind trotzdem mehr als zufrieden in Paraguay und deshalb viele sehe ich auch gerade einige Fragen, die zu meinem Aufenthalt nochmal gestellt worden sind. Also ich würde auf jeden Fall die Entscheidung, die ich vor 17 bzw. schon 18 Jahren getroffen habe, nach Paraguay auszuwandern, heute genau so machen wie vor 18 Jahren. Also genauso, sicherlich ohne die kleinen Fehler, die jeder sicherlich von uns gemacht hat. Aber grundsätzlich die Entscheidung würde heute genauso stehen wie vor 18 Jahren. Einfach mal auswandern. Sich ein Grundstück kaufen und ein neues Leben anfangen. Bitte vergisst nicht, auswandern nach Paraguay kann man nur einmal. Und die Entscheidung müsst ihr treffen, nicht ich. Wir, also ich mit meiner Frau, haben die Entscheidung schon getroffen und sind wie gesagt zufrieden. Aber ihr müsst selber entscheiden, lohnt sich nicht, müsst ihr im Prinzip auf die Waage setzen, aber nicht zu lange überlegen, weil ich bin der Meinung, dass es schon wirklich 5:12 ist, um es auszuwandern. Okay? Aber wie gesagt, die Entscheidung liegt bei euch. Wir haben, denke ich mir, die meisten Sachen, die wir es gemacht haben, haben es gut gemacht. Viele haben nach unseren Grundstücken und Terrennen hier auch gefragt, werde ich euch natürlich auch unsere Grundstücke zeigen. Aber beim nächsten Video, weil wie gesagt, heute sind wir sicherlich knapp. Und ich möchte ungern das Video natürlich in die Länge ziehen, okay? So, ich hoffe, ich konnte euch einige Fragen beantworten. Auswandern nach Paraguay, ja oder nein? Für uns ja. Ihr müsst die Entscheidung selber treffen. Und sonst, wie gesagt, falls ihr Fragen habt, bitte immer, meistens bitte unten aufschreiben, da ich nicht immer in der Lage bin, euch persönlich zu beantworten. Aber natürlich, selbstverständlich, könnt ihr mich weiter per E-Mail oder WhatsApp anschreiben bzw. anrufen. Links wie immer weitere empfehlenswerte Videos für uns
Und hinten wollte ich euch noch mal zeigen, die Palmen, die wir, beziehungsweise auch meine Frau, gepflanzt haben, die sind auch schon über 17 Jahre alt. Also Top-Paradies werden wir euch im nächsten Video auf jeden Fall zeigen, was wir hier geschafft haben. Okay? Also in diesem Sinne, mach's gut, danke für eure Fragen, danke für eure Zeit. Teilt das Video bitte, ja, an eure Freunde, Bekannte und sonst an Menschen, die sich für Paraguay bzw. für die Auswanderung interessieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Danke nochmal, Likes nach oben, Kommentare unten nicht vergessen und bis zum nächsten Video. Mach's gut, danke, ciao, ciao.